Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21 hier unter freiem Himmel. Observatory heißt das Ganze hier, das gibt's da zwar nicht, wir haben da nur einen Busshop, aber wir haben letzte Folge ein bisschen von unserem Busfenster aus ein bisschen was observieren können, da oben die Sternchen. Und hier sieht's ja wirklich schön aus, also guck dir das mal an, der Sternenhimmel, wirklich, wirklich nice. Einziges Problem, das wir haben die Mission am Laufen, befördere 30 Fahrgäste von nach Observatory und ich weiß leider nicht, wie viele wir hier schon transportiert haben. Wir sind jetzt schon ein paar Mal gefahren. Linie 21 nach unten, die Linie 22 nach unten. Ich würde sagen, wir beschleunigen das Ganze jetzt mal, damit wir die nächste Mission zu Gesicht bekommen. Wir werden eine neue Route erstellen, und zwar von hier oben nach, ich würde mal sagen, ja, können wir hier hinfahren. Dann müssen wir so oder so da rein. Dann bleiben wir hier stehen. Drehen das Ganze um, dass wir auf der Haltestelle halten. Auf der anderen Seite nehme ich, dann kommen wir nicht denen an, in die Quere, die hier zurückfahren wieder. Fahren nur die zwei Strecken ab. Änderung übernehmen. Achso, benötigt 4 Haltestellen. Okay. Na gut, dann machen wir es so. Dann nehmen wir die hier auch mit. Und die hier. Dann haben wir 4 Haltestellen. Dann haben wir hier 2 zum Morgen und Nachmittag. Eine in der Nacht, eine am Tag. Egal. Und Nachfrage ist sogar in Ordnung. Guck mal, 2 rauf, 2 runter. Das passt ja sogar. Gut, Änderung übernehmen. Wir holen uns einen stinknormalen Bus. Ich würde sagen, ein ganz billiger wird das sein, damit wir dann nicht zu sehr in die Finanzen gehen. Der hier. Weiteren kaufen, annehmen, kostet uns 100.000. Wir haben mittlerweile 2,7 Millionen am Konto. Also da können wir auf jeden Fall ein bisschen damit umgehen. Huch, jetzt fahren nicht. Ich möchte erst meinen Bus zuweisen. Und zwar den hier. Den verkaufen wir dann nachher natürlich gleich mal. Ich werde auch gar keine Lackierung oder so draufsetzen. Das ist wie gesagt jetzt nur so ein kleiner Workaround, damit das schneller funktioniert. Damit wir hier schneller mit dem Bus rumfahren. Warte mal, wir könnten theoretisch den mal ganz schnell übernehmen. Chef, willst du die Fahrkarten kontrollieren? Nein, ich möchte gerne fahren. Wir übernehmen den mal ganz schnell, nur um zu gucken, ob wir vielleicht jetzt noch ein paar Fahrgäste hier ausladen können. Das wäre ja schon mal schön. Ich möchte wirklich eine Katze. Schauen wir mal. Ich glaube zwar nicht, dass sie zielen werden, aber wir probieren mal unser Glück. So, Achtung, abbremsen. Da kommt nämlich... Zack, zack. Das kleine Schlagloch. Toll, dass Sie so pünktlich sind. Ja, das freut mich aber, dass dich das so freut. So, zack, 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 Schlag noch mitgenommen, ist okay. Und der nächste Zahltag, wow. Wow, wow, wow. Wir handeln uns da von Zahltag zu Zahltag. Und da haben wir trotzdem noch nicht die genügend Anzahl an Leute hier raufgebracht. 30 waren es immer noch nicht, so wie es aussieht. Na gut, dann werden wir mal, würde ich sagen, die Zeit ein bisschen vorspulen. Oh, da ist er ja schon. Hallöchen. Ah, toll. Danke. Bitteschön. Hui, da wollen immer viele mit. Hallöchen, 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 Hallöchen. Da sieht man schon mal, dass die nicht dazu zählen. Weil sonst wären das ja mindestens jetzt schon 30 gewesen. Insgesamt. Huch, achso. Na gut, wir fahren halt mal. Wir so haben eigentlich noch ganz, ganz viel Zeit, aber wir fahren halt trotzdem mal. Ich möchte das nur schneller rüberbringen. Weil sonst haben wir dann haben wir noch eine 4. Folge, wo wir uns nur mit der einen Mission hier aufhalten. Kannst die hinten auch. Die letzte Folge von Spring of Affection war echt ein Cliffhanger. Und ich würde ganz gerne eine nächste Mission mal starten. Wir haben das Problem, dass wir diese lange Route eben haben. Wenn das eine wäre, wo wir quasi ein paar Minuten durch die Gegend fahren, wäre es ja okay. Aber wir fahren immer 20 Minuten da rauf und runter. Das ist dann... Okay, hier auch Schlaglöcher. Na, herzlichen Glückwunsch. Und das ist dann schon halt ein bisschen lang. Deswegen hätte ich ganz gerne, dass wir vielleicht die nächste Mission mal starten. Und dann gucken, ob wir vielleicht irgendwie... Ja, toll. Ich glaube, wir sollten generell 30 fahren auf dieser Straße. Die ist nicht gut gebaut. Wo war ich? Genau. Ich brauche ein neues Paar Wanderschuhe. In meinen alten laufe ich mir Blasen. Dass wir... Das habe ich wieder vergessen. Noch ein Schlagloch. Jetzt war ich ja eh nur noch so wenig. Na gut, dann fahren wir halt wirklich nur 30. Wenn du das haben willst, dann machen wir es halt so. Cool, Drive-In-Vierter. Guck mal einer an. Cool. Wird sogar ein Film gespielt. Was spielen die denn da? Oh, den Trailer. Die spielen den Trailer hier ab. Das finde ich ja lustig. Achso, wir halten die ja gar nicht, oder? Glenwood Avenue? Nee. So, wo war ich denn jetzt? Genau, ich möchte gerne eine nächste Mission starten. Hab ich eine Fahrkarte gekauft?
Weil sonst ist das ja für euch auch ein bisschen langweilig, wenn man Folge nach Folge nach Folge nach Folge immer nur dieselbe Strecke sieht. Und diese 30 Fahrgäste werden einfach nicht weniger. Also, ich hoffe doch. Nur bekommen wir halt davon nichts zu sehen. Noch nicht. Mal gucken. Ich hoffe, wir haben es jetzt. Gesundheit. Von mir aus, wenn wir noch ein zweites Mal darauf fahren, ist auch okay. Und dann löschen wir die Route natürlich nachher wieder. Wir löschen die Route, wir verkaufen den Bus. Und dann gucken wir, was als nächstes wieder ansteht. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sterne da oben schon wieder. Ups. Also diese Route nach da oben, schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Weiß nicht, wer sich da gedacht hat, oh, das passt schon so. Na, guck mal, Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Immerhin lohnt sich ja doch ein bisschen hier rumzufahren. Das war genau die falsche Tür. Ich wollte eigentlich die erste zumachen. Entschuldigung. Ich brauche eine Fahrkarte. Jetzt wieder für meine Fahrkarte. Ihr wollt ja gerade hinten einsteigen. Da hätten wir das Premium-Ticket geben können. Hier, die 80 Cent haben wir heute noch. Um 120. Die wollte gerade hinten einsteigen. Die wollte gar keine Fahrkarte kaufen. Jetzt einfach mal will sie eine. Hm. Die Leute aus Lakeside View sind solche Snobs. Die hatten nur Glück, dass die Villen dort vor Jahrzehnten so billig waren. Na gut, hier sind wir ja auch nicht gerade unbedingt im... im Ghetto-Viertel, wenn man das so sagen kann. Ich arbeite bei The Mackey's Industries. Ja, im Viertel von Denali Research. Bei Mackey Industries arbeitet er, okay. Vielleicht erforscht er neue Burger oder so. Ich hatte stundenlang einen Ohrwurm von All Directions Love Bug. Jetzt ist er weg. Dafür ist es hey, hey, hey. Hey, 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 die nächste Haltestelle ist da. So, ich glaube, der hört gerade seinen Ohrwurm wieder. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht ach, das ist sie. Na, die hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, der hat einen Ohrwurm, da muss ich gleich mal reinhören, was der sich so anhört für Mucke. Und dreht erstmal eine volle Dröhnung auf. So, 300 Sekunden zu früh heißt zu früh. Aber gut, wenn wir da mit Schritttempo wieder rumfahren, na gut, 30 jetzt nicht unbedingt Schritttempo, aber wir könnten ja auch mit 55 fahren. Dann geht das schon. So, bis wir mal aus dem hier raus sind, können wir noch 50 fahren, also mehr oder weniger. So schnell können wir da eh nicht auf den Berg, aber dann werden wir wieder 30 einliegen. Bis zu der Haltestelle funktioniert es noch, ab dann skalieren wir runter. Was macht denn der? Der bleibt stehen direkt. Wahrscheinlich nicht gewohnt, dass da ein Bus entgegenkommt. Hast du schon mal auf den Berg? Die Aussicht ist toll. Nein, die wollen ja alle aussteigen. Nur noch drei Leute drin. Oh. Achso, ich steig da noch jemand ein. So, ist ein Ticket. Tageskarte. Danke. Warum geht denn die da rüber gerade? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Bitte. Das ist ja gar kein Zebrastreifen, die geht da einfach rüber. Na, mir soll es egal sein. So, 63%, egal. Die Route existiert nicht lang. Der existiert nur jetzt. Weil es ist schon gut für die Bilanz, wenn wir hier ganz viel erreichen. Warum ist eigentlich auf der Minimap dieser eine Streifen so komisch? Guck mal. So geschwungen. Ich weiß ja noch nicht mehr, wann die nächsten Schlaglöcher kommen. Wir fahren einfach 30. Egal, wir fahren einfach 30. Wir haben eh viel zu viel Zeit. Guck mal. 5 Minuten. Das hat sie gemeint. Wir fahren einfach 30 und hoffen, dass wir vielleicht jetzt dann endlich die 30 Leute dahin befördert haben. Bitte, bitte, bitte. Ah, guck mal, da hat man schon mal eins. Es ist nicht so weit, glaube ich, von der Seite, als wie von der anderen Seite. Ich glaube, bei der anderen Seite haben wir sogar drei Haltestellen dazwischen. Hier haben wir nur eine. Da sind wir relativ fix wieder hier. Ich komme schon fast ein bisschen dämlich vor, hier nur mit 30 durch die Gegend zu düsen. Freie Fahrt, niemand hier. Und wir fahren hier im Schneckentempo. So, zumindest will jemand aussteigen, das heißt, der zählt schon mal dazu. Oder die. Na, das hoffe ich aber auch. Warum könnt ihr die nicht Winter of Hate nennen, beispielsweise? Vielleicht hassen sich die dann alle.
Wenn Bob mit Consuela geschlafen hat. Die Straße wird jeden Tag katastrophaler. Das finde ich aber genauso. So, Bushaltestelle ausbauen, immerhin. Habe ich eigentlich den Ofen. Ach, schon wieder Zahltag. Ich dachte, wir haben die Mission endlich. Und wohin geht's jetzt? Die Mission immer noch nicht. Wie lange kann das denn noch dauern? Noch ein Tag. Dann habe ich endlich frei. Das gibt's ja nicht. Können wir vielleicht mal eine Minute vorspulen? Oder steht dann gleich wieder... Was ist orange und geht gerne wandern? Eine Wanderine! Okay, wir sind noch in der Zeit. Dann spule ich nochmal 2 Minuten vor. Hä? Haben wir auf einmal wieder 3 Minuten Zeit? Hä? Spule ich nochmal 1 Minute vor? Dann haben wir plötzlich wieder 3 Minuten Zeit. Wie kann denn das sein? Immer noch 3 Minuten Zeit. Hä? Wie denn? Wir sollen ja schon lange losfahren. Ich fahre jetzt einfach mal. Sehr komisch. Nächster Halt, Glenwood Avenue. Na gut, wir haben... Wie viele Fahrgäste haben wir denn? Ist der überhaupt eingestiegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir. Okay. Wow. Wenn wir Glück haben... Es heißt ja von nach... Ist für mich der Observatory. Der kommt da ohne Licht und das Schwarz ist auch noch lackiert als das Auto. In der Nacht? Bah. Gestern Abend habe ich mein Buch durchgelesen. Es war so toll. Achso, warte mal, wir wollen ja 30 fahren. Upsi. Ja, da haben wir schon das erste, siehste? Wenn wir Glück haben, es heißt von nach Observatory. Will irgendjemand aussteigen da unten? Und dann haben wir's. Das sollte ja dazu zählen. Wenn er in Observatory einsteigt, sollte das ja dazu zählen, wenn er irgendwo aussteigt. Weil dann haben wir ihn ja von Observatory befördert. Ich habe mir kürzlich selbst ein Banjo über den Kopf gezogen. Also ist der wieder. Fragen Sie nicht. Also wenn der kein Comedian ist, dann weiß ich aber auch nicht, warum macht man denn das? Warum zieht man sich ein Banjo über den Kopf und warum erzählt man das an allen Leuten im Bus? Sie können uns ja wenigstens warnen. Ja, ich war selber nicht gewarnt. Ich dachte, mit 30 haut das hin. Aber anscheinend sind wir 31,5 gefahren oder so. Da würde ich gerne mal reinfahren. Geht das? Cool. Da haben wir den Trailer nochmal. Das finde ich lustig. Ich dachte, die spielen da vielleicht den Film oder so. Spring of Affection beispielsweise. Aber die spielen hier den Trailer. Okay, warte mal, wir gucken mal, wo wir da umdrehen können. Hier am besten. Dass wir da auch heile wieder rauskommen. Wir haben eh so viel Zeit. So, und hier müssen wir ganz vorsichtig. Gott, oh Gott. So, liebe Freunde, natürlich weiterhin nur 30 fahren. Weil es so viel bequemer ist, mit dem Bus zu fahren. Ja, aber die Linie gibt's ja nicht mehr lang. Die gibt's nur jetzt. Das ist nur so eine Übergangslinie. Außer die passen dann vielleicht perfekt ins Bild, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, hier haben wir gesagt, fahren wir wieder 50 in der City. Wir fahren draußen, wo niemand ist, 30 und in der City, wo damit die Leute sind, fahren wir 50. Einfach nur, weil die Straßen so schrecklich sind, in schrecklichem Zustand. Na, was ist? Achso, der biegt ab. Ich habe das Gefühl, wir hatten hier auch nochmal ein Schlagloch, oder? Kann das sein? Irgendwo? Hier? Mal gucken, da wollen wir euch heraus. Möglicherweise haben wir es jetzt. Nee, haben wir nicht. Das gibt's ja nicht. 30 Fahrgäste, das klingt zu wenig, aber es ist anscheinend sehr viel. Da hätten wir übrigens schon wieder mal eine Route gehabt. Von der 21 oder 22, diese 20-Minuten-Linie. Also die langen Linien, die ja normalerweise da oben rumfahren beim Observatory. Und hätten es aber trotzdem noch nicht erledigt. Ich weiß, ich hätte warten müssen.
Das heißt, wir werden mindestens noch zweimal Richtung Oakwood fahren müssen. Bleibt er da stehen, ja. Es könnte natürlich sein, wir haben den Haltewunsch, dass jetzt diese Person aussteigen möchte von dort oben, vom Observatory, und wir jetzt die Mission erledigen. Aber ich glaube, die werden wir erst dann erledigen, wenn wir wirklich dort die Türen öffnen. Ich hoffe es. Bitte, bitte, bitte. Ich habe nochmal gecheckt, ob das eh die richtige Haltestelle ist. Nicht, dass wir da die ganze Zeit eine falsche Haltestelle anfahren, aber das ist schon Observatory. Jetzt haben wir wieder so einen Schlafenden vor uns hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Vergiss nicht, jede Konversation ist insgeheim eine Konversation, die nur darauf wartet zu geschehen. Ja, mit dem schlauen Spruch kontrolliere ich gleich mal Tickets. Aha! Oh nein! Ich hab sie verloren. Die Konversation oder wie auch immer. Hier ist sie. Na klar, hier, bitte. Moment, hier. Ach so, die schläft ja da hinten, upsi. Oh, Augenblick. Da. Hier ist hier. Die Fahrkarte. Hier. Na klar. Und hier ist ein Foto meiner Karte. Ja, zumindest das Premium-Ticket haben wir anbringen können. Das ist schon mal in Ordnung. Ich war letzte Woche mit meiner Mutter in der Stadt shoppen und habe mir die süßesten Schuhe gekauft. Tschüss. Tschüssi. Leider immer noch nicht genügend Leute rausgehauen. Oh je. Oh je. Wir haben nur noch einen einzigen Fahrgast und einer steigt ein. Ich hoffe, die steigen da oben auch aus. Ich habe das Gefühl, die nutzen alle die Linie, weil die hier rumfahren wollen und nicht irgendwie zum Observatorium. Ich frage mich, ob nach Spring of Affection noch eine Staffel kommt. Hoffentlich nennen sie sie Summer of Love. Nein, wie gesagt, das steht schon fest. Das heißt Winter of Hate. Die hassen sich dann alle. Da kommt nämlich ein neuer Regisseur. Wow. Der heißt Muckimuck. Der wird das ganze Konzept dort ändern. Da wird es Mord und Totschlag geben. Nicht mehr Summer of Love. Das war mal. Das waren die früheren Darsteller. Da war Sommer, da war es heiß, da gab es Liebe, heiße Nächte und heiße Liebe gibt es im Winter, aber nur das Eis. Da werden wir das Drehbuch umschreiben. Da haben wir ein paar Sonnenstiche gehabt. Bitte alle aussteigen. Das hat, wann haben wir denn das hier? Endstation, bitte alle aussteigen. Seit wann sagt das denn ab? Wir haben gar keinen Fahrgast mehr hier drin. Die Studenten nennen die Unikatze Schrödinger. Seit wann sagt ihr denn Endstation bitte der Aussteigen? Das ist das erste Mal, dass ihr das sagt. Wir haben ja gar keinen Fahrgast mehr. Das bringt ja gar nichts, darauf zu fahren. Ich fahre jetzt mal in der Mitte, da haben wir nämlich keine Schlaglöcher. Das bringt ja gar nichts, darauf zu fahren, wenn wir gar keinen Fahrgast dabei haben. Bitte nicht. Siehste? Da können wir die Schlaglöcher austricksen. Hoffentlich. Ich hoffe natürlich, wir bauen keinen Unfall, denn das wird kosten. Guck mal, kein Schlagloch. Achso, bitte schließt die Türen. Ja, ich wollte nur ein bisschen durchziehen lassen, wenn eh kein Fahrgast gerade drin ist. Ich habe mich schon gewundert, warum wird denn der Rückspiegel die ganze Zeit angezeigt? Aber wir haben keine Strafe bekommen. Wahrscheinlich eben deswegen, weil wir leer durch die Gegend düsen. Guck mal, keine Strafe. Nichts, nada. Ach so. Ich glaube, die Route ist beendet. Warum denn das? Vielleicht sollten wir sagen, wir spulen mal die Zeit vor und sagen, es ist... Na, 14 Uhr muss nicht unbedingt sein. 7 Uhr? Ups. Na, kein Wunder, dass da niemand hin möchte. Ich dachte mir schon, der hat noch nie gesagt, bitte alle aussteigen. Freispiel, warum denn? Außer Betrieb? Hä? Okay, nochmal Zeit vorspulen. Der ist immer noch da. Aber der soll doch eigentlich hier fahren. Fragen über Fragen. Bus übernehmen. Freies Spiel. Warum denn freies Spiel?
Warum haben wir hier ein freies Spiel? Ich reiß mal hier hin. Jetzt ist er weg. Die Frage ist nur, wo ist er hin? Nochmal Zeit vorspulen. Na gut, der wartet da vorne. Wo ist denn der jetzt hin? Also es ist schon sehr komisch hier gerade. Wir haben einen Bus, der hier rumfährt, der aber gerade nirgendwo unterwegs ist. Und Rot ist auch noch. Der muss. Oh, scheiße. Der muss ja eigentlich ins Auge stechen direkt. Wo ist denn der? Sprühen wir nochmal vor. Da! Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Wow, perfekt geparkt. So, einmal fahren wir noch. Komm, einmal gebe ich mir das noch. Einmal fahren wir noch. Wenn wir es dann immer noch nicht geschafft haben, dann mache ich das offscreen. Weil dann kann es ja das nicht sein. Also, Entschuldigung. Jetzt sind wir ja schon wie oft hierher gekommen. Wenn hier kein Observatorium ist, dann gibt es hier keine Leute, die hinwollen. Ist ja wohl klar. Wir sollen 30 Leute zum Observatorium bringen, dass es gar nicht gibt. So, jetzt habe ich Vorfahrt. Wir machen das heute anders. Das war sicher der da vorher ohne Licht durchgefahren ist. Achso, warte mal. Wir wollen ja den Trick nutzen. Ist aber cool. Fährst einfach in der Mitte. Ausweichen können wir auch. Und die Schlaglöcher tun uns nichts. Und die wundern sich auch nicht. Die fahren trotzdem. Die brettern weiter mit ihrer Geschwindigkeit. Völlig egal. Ob tot oder nicht. Wer bremst, verliert. Hallo. Du fährst so schnell. No, das ist relativ. Die wollen da raus? Ich weiß gar nicht warum. Freunde. Was sagt ihr denn da hinten? Na, so viele Freunde haben wir ja gar nicht. Die sagen gar nichts mehr. Die sind geschockt. In Schockstarre sind die noch wahrscheinlich. So, schnell rüber, bevor der kommt. Ist aber ordentlich viel Busverkehr hier, für das, dass der Stadtteil eigentlich nur aus drei Haltestellen besteht oder vier. So, nochmal kann die Bushaltestelle ausgebaut werden. Na, Hallöchen. Hier drüben auch vielleicht? Leider nicht. Und hier oben? Hallo. Auch nicht mehr. Hier? Auch nicht mehr. Na, Stufe 5, das kann schon was. Ah, so ein schöner Tag. So. Ah, ich weiß, ich hätte warten müssen. Ich möchte einfach nur gucken, ob wir das jetzt endlich gelöst haben. Das gibt's ja nicht. Jetzt sind wir schon... Wie oft sind wir denn da oben jetzt schon hingefahren? Also viel zu oft auf jeden Fall. Manche Gespräche, die man im Bus so mitbekommt, sind echt verrückt. Und immer noch nicht haben wir diese 30 Leute dorthin befördert. Das kann ja gar nicht sein. Gesundheit. Aber jetzt, Stunde der Wahrheit. Wir haben eine Haltestelle noch vor uns. Hillside Stop ist das. Und dann geht's los. Dann sind wir beim Observatorium. Und dann wissen wir, ob wir es jetzt endlich hinter uns haben oder nicht. Ich habe ja eigentlich damit geplant, dass wir die Ruhe... Oh! Ja, du blöder Wichser, du bist... Warum bremst der da vorne einfach? Es ist grün, es steht kein Mensch da. Anstatt die blöden Kommentare... Von da hinten. Du bist Fahrgast! Du bekommst nicht mit, was da vorne abgeht! War das ein Geist? Nein, das war der Busfahrer, der so doof fährt. Ist der eingepennt? Nee. Ja, vielleicht bewusstlos, das kann sein. Bremst einfach! Moment. Ampel ist grün, wo kommt keiner, der bremst! Soll er sich einsacken, die 129, kommt da eh nicht weit, das komplette Auto im Arsch hinten.
Was will er da mit 129? Da ist zahlst du für ein Ticket, wenn es der Spaß war, so viel. Schon wieder eine mit dem Banjo über den Kopf. Ja, ich frage eh nicht. Ich schüttel nur den Kopf. Ich frage gar nicht. So, 84%. Was hat der da vor? Hallöchen. So, wir nutzen jetzt gleich mal wieder die Gelegenheit, dass wir in der Mitte hier rumfahren. Also, dass sich da niemanden streife, wundert mich auch. Ich wollte mal wieder angeln gehen. Aber meine Angel ist kaputt. Ich brauche eine neue. Ach, das ist aber schade. Du bist ja so ein Armer. Schlag noch mitgenommen. Hallo, das ist wieder der. Komm her. Ich habe meine Bewerbung als Fahrer abgegeben. In der Zwischenzeit bin ich einfach nur Passagier. Ach, komm. Den holen wir uns. Den ramme ich von der Straße. Noch einer. Den ramme ich von der Straße. Der ist mir egal. Ich will nur den da vorne. Ja, ja, brems nur. Im Bus. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Oh, er ist krank. Hey, haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Ja. Manche Musikgenres von All Directions gefallen mir besser als andere. Observatory. Nächster Halt. Observatory. Ich frage mich, ob nach Spring of Affection noch eine Staffel kommt. Hoffentlich ja, fahr nur. Summer of Love. Such das Weite. So, die 1000 haben wir ja gerade noch. Wir haben zum Glück 2,7 Millionen. Die 1000, die können wir uns gerade noch leisten. So, war was? Ich glaube nicht. Seien Sie doch besser drumherum. Ja, ja. Halt doch besser den Mund. Ja, das ist wirklich so. So, und jetzt bitte. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Ja, ich glaube auch. Befördere 30 Fahrgäste. Wie viele wollen denn noch? Ach, ich kann das Wochenende kaum erwarten. Wie viele wollen denn noch? Ach Gott, Freund, ich bin am Verzweifeln. Na gut, nach meinem kleinen Road Rage hier gerade, würde ich sagen, es ist Zeit für eine kleine Folgenpause und ich mache das offscreen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, da haben wir die Mission dann erledigt und dann geht's weiter mit der nächsten. Mal ganz ehrlich, jetzt hätte man noch zweimal die große Strecke machen müssen. Es wären noch zwei Folgen gewesen und hätten es immer noch nicht geschafft. Das ist, wir hätten nochmal fahren müssen. Diese 30 Leute, das gibt's ja nicht, dass das so Ewigkeiten dauert. Das ist echt ein Wahnsinn. Na gut, ich werde es offscreen versuchen und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde und dann haben wir es. Dann haben wir die Mission erledigt und dann geht's weiter. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Bis dahin, tschüss!